Tim Radl ist wie 2000 seiner Kollegen in Kurzarbeit. Nur noch 3 Tage in der Woche montiert er Wärmepumpen. Er kam zu Stiebel Eltron, als der Markt boomte und sie hier Sonderschichten fahren mussten. Richtig in der Hochzeit, also da, dann geht's auch schon rund hier. Dann hat man auch keine Zeit, wo es irgendwo mal hin, ne? Dann ist wirklich Attacke. Jetzt ist das, merkt man schon, ist schon ruhig geworden. Die Gaspreise sind wieder so niedrig wie vor dem russischen Angriff auf die Ukraine. Außerdem Debatten um das Heizungsgesetz und staatliche Zuschüsse haben bei der Kundschaft Vertrauen in die Wärmepumpe gekostet. Mittelfristig sind wir total sicher, dass die Wärmepumpe der dominierende Wärmeerzeuger in Europa werden wird. Aber wie immer, damit man davon profitieren kann, muss man die kurzfristige Situation überstehen. Inzwischen gibt es lukrative Zuschüsse. Bis zu 70% gibt der Staat beim Wechsel zu einer Wärmepumpe dazu. Kunden halten sich trotzdem zurück. Und das, obwohl Gas und Öl langfristig durch Aufschläge teurer werden. Trotzdem sind sie halt noch ein bisschen verunsichert. Das ist einfach so. Weil die wissen nicht, was passiert beim Regierungswechsel. Müssen wir es einhalten? Bleibt das alles so? Ne? Da spekulieren auch viele drauf. In Holzminden rechnen sie damit, dass die Nachfrage nach Wärmepumpen im Herbst wieder steigt. Dann startet die Auszahlung der Fördergelder beim Heizungstausch.